Wolfgang, in einem großen Interview zum Jubiläum steht in Kurzform deine Geschichte, wie das Festival eigentlich entstanden ist, als jemand fluchend, in meinem Gedächtnis war es eine Kneipe, der Andrea hat geschrieben über den Hof der Jugendherberge, das war die Kurzform in der Zeitung, wofür eine Zeit war, aber ich möchte von dir bitte mal die mittellange Fassung, denn ich weiß, dass es so viele geniale Formulierungen gab damals und dass du geistesgegenwärtig darauf reagiert hast. Bitte nochmal die Anfangssekunden des Versburger Festivals. Gerne. Ich will versuchen, dass es mittellang wird. Ja, es war. Denn das Festival ist ja jetzt 20 Jahre alt, also man könnte auch sehr lang drüber reden, wie es entstanden ist. Hintergrund war, dass die Eltern von Hannes Plattmeier den Knaben in die Nähe von Barcelona nach, ich glaube, Gualba heißt es, gebracht haben, weil Josep Enriquez, der sich übrigens gegenwärtig in China befindet und gerne heute gekommen wäre und sich entschuldigen lässt und beste Grüße übermittelt. Ich habe per Mail Kontakt mit ihm gehabt. Der hat dort einen Kurs für junge Talente, die er aus der, sagen wir mal, aus Großeuropa, ich sage bewusst Großeuropa, weil es ein bisschen weiter hinausgegangen ist, zusammengeholt hat, um denen eben ein bisschen was noch zusätzlich beizubringen. Und er hat irgendwann mal den Hannes, also meinen Sohn, gehört und meinte, der müsste dort auch hin. Wir haben dann nach gewissem Zögern ihn dorthin gebracht, weil der war ja da. Wir machen dann Urlaub dort. Der war ja, und wir haben dann den Urlaub gemacht, aber machen ja bloß etwas Minderbemittelte den Urlaub in Spanien mitten im August. Ne? Also da muss man schon ganz schön nervig sein, wenn man das aushalten will. Aber gut, wir haben es gemacht, damit eben der Hannes dorthin kann. Und als wir ihn wieder abgeholt haben, und das war der wesentliche Punkt, die Initialzündung, als wir wieder ihn abholen wollten, habe ich den Josep Enriquez wie einen Derwisch über den Platz, es war eine Jugendherberge, letztendlich sausen sehen. Und er hat gesagt, nie wieder würde er dort, in Englisch, nie wieder würde er dort jemals so einen Kurs machen mit den Kindern. Er habe die Erziehungsverantwortung und die Gewalt, dass denen nichts passiert und es geht doch nicht. Und ich habe ihn dann gefragt, was ist denn los? Ja, es ist unmöglich. Der Wirt, dieser Bodega oder was das da war, der habe hinter einer der Schülerinnen nachgeschaut und gesagt, die hätte hübsche Beine. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Und es ging auch damals, vor 20 Jahren, nicht in Spanien. Würde man heute wahrscheinlich auch in der Bundesrepublik kritisieren, so wie ich meine Einschätzung habe, obwohl, wenn es denn dann schön sind, dann wird man es auch vielleicht einmal sagen dürfen. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt, wenn man dafür nicht sagt, dass manche weniger schöne Beine haben natürlich. Ja, und da hat er eben rumgetobt und hat gesagt, nie wieder hierher. Und ich habe gesagt, okay, Josep, wenn du willst, dann komm zu mir nach Hersbruck, wir machen das. Überall auf der Welt, der hat mir gar nicht richtig zugehört, überall auf der Welt werde ich das machen, aber nicht mehr hier. Und sogar in Deutschland, habe ich noch in Erinnerung, oder? Weil das mit in Deutschland war für ihn auch nicht so. Nein, das habe ich zumindest nicht wahrgenommen. Das wäre jetzt hineininterpretiert. Nein, habe ich nicht gehört. Auf jeden Fall war er eben der Auffassung, dass er das dort nicht mehr machen werde. Und ich habe gesagt, okay, ich bleibe in Kontakt mit dir und ich werde dir einen Platz in Hersbruck geben. Und als wir dann zu Hause waren, da habe ich dann begonnen, eine, wie sagt man heutzutage, Location zu finden. Habe angefangen in Forrer oben in Schullandheim. Das hätte mir ganz gut gefallen. Allerdings wäre es natürlich nicht Hersbruck gewesen. Wir haben versucht in Weißenbrunn in der Jugendherberge. Wer die Lokalitäten dort kennt, das wäre sicher auch nicht schlecht gewesen, aber auch nicht Hersbruck. Weil das naheliegend war, weil die Jugendherberge halt. Ja, eben, weil die Jugendherberge ist Jugend. Herberge, ja. Ne? Und dann hatte ich das Glück, einen Kontakt, das ist halt so, wenn man als Bürgermeister die Vernetzung hat, das wird der Robert genauso sehen, den Kontakt auch mit der AOK
die ja hier ihr Bildungszentrum haben in Hersbruck, und die waren dann bereit, das zu tun. Die einzige Maßgabe war, also es dürften die Übernachtungskosten oder die Kosten insgesamt nicht so gestaltet werden, dass die Mitgliedschaft drauf zahlt. Das war nachvollziehbar und verständlich, aber die haben es praktisch als durchlaufenden Posten gemacht, sodass also weil hier... Weil das in den Ferien war und weil das war in den Ferien, da war sowieso leer. Ich meine, musste natürlich der Koch extra hergeholt werden, weil der normalerweise auch Urlaub hatte. Und ein paar vom Personal waren dann bereit, auch selbst ihre Zeit mit einzubringen und haben sich dafür nicht extra zahlen lassen, weil sie eben von der Idee begeistert waren, und dies ist dann so gelaufen. Ich könnte jetzt noch weiter erzählen, weil ich wollte ja dann aus diesem, und auch das stand in dem Interview drin, ich wollte ja eigentlich kein Gitarrenfestival hier entstehen lassen, sondern es ging darum, den jungen Menschen hier Unterricht angedeihen zu lassen von guten Künstlern. Damals in Gualba war auch Arnoldo mit dabei, als Co-Lehrer oder wie auch immer, Mitlehrender. Und der war auch bereit, dann mit hierher zu kommen, um sich die verschiedenen Lokalitäten anzuschauen. Da sind wir dann rumgereist natürlich auch mit dem Trick des geschickten Bürgermeisters. Wir waren damals in einer Kneipe in Hollenstein, die gibt es leider nicht mehr. Da gab es den sogenannten Ahnentrunk, das war ein Bier, das dunkel oder schwarz war eigentlich, ziemlich stark. Und ich meinte, einer aus Venezuela und einer aus Spanien, na, denen kannst du doch dieses Bier mal angedeihen lassen. Das wurde dann kombiniert, wenn ich mich recht erinnere, mit einem Schäufele. Eine gute Wahl. Josep war sehr begeistert, dass er mit dem Dienstwagen des Bürgermeisters, wobei ich selber gefahren bin, und Arnoldo da durch die Gegend fahren und wir uns die Zeit genommen haben, oder ich mir die Zeit genommen habe, mit ihm, mit den beiden dann eben unterwegs zu sein. Später kam auch noch Gerard Abiton dazu, der eben auch mit rumgefahren ist und dem ich die Landschaft gezeigt habe. Und da entstand dann dieser Hintergrund, der auch heute noch ganz wichtig ist, dass man eben sagt, wenn man nach Hersbruck kommt, dann hat man diesen familiären Kontakt. Das ist das, was da mit Familie wieder angesprochen wird. Hier war es dann so, dass weltberühmte Künstler, die sich normalerweise in Fünf-Sterne-Hotels die Türklinken gegenseitig in die Hand geben und sagen, ach schön, dass ich Sie sehe, ich muss aber weiter, oder dass ich dich sehe, die saßen eben in der Zirbelstube im AOK-Bildungszentrum hinten und haben ihr Pizza aus dem Pappdeckel herausgegessen in der Nacht um 23.30 Uhr oder um 24 Uhr und haben das Bier aus den Fläschchen getrunken. Da kommt man halt anders zusammen, und da hat man dann auch entsprechend die Kontakte vertiefen können, die man eben sonst verzichten musste. Eine andere Idee wäre eben gewesen, wenn du mich unterbrechen willst, dann tu das ruhig. Ich werde trotzdem weiterreden. Ich hole langsam auf. Aber ich muss das natürlich sagen, genau, insbesondere wenn die Cornelia da ist. Die weiß das natürlich nicht, weil sie damals noch nicht im Kreistag war. Aber der Helmut Reich weiß es natürlich, und das muss ihn schon noch ein bisschen um die Ohren hauen. Denn wir wollten in Hersbruck damals ja diesen Unterricht im Landwirtschaftsamt durchführen. Wir hätten gerne das Gebäude Landwirtschaftsamt, das ja dem Landkreis gehörte und jetzt vielleicht wieder gehört. Ich weiß nicht genau, wie sich's entwickelt hat. Auf jeden Fall wollten wir das haben, oder wir haben darüber nachgedacht. Wenn wir das bekommen, dann können wir das so umbauen. Es waren ja vorher auch Zimmer drin zum Übernachten, dass eben die Studentinnen und Studenten dort übernachten können. Mhm. Es ist ein fantastischer Innenhof, dieses Landwirtschaftsamt, das da draußen ist, wahrscheinlich kaum einer wird es kennen, den Innenhof, aber die es kennen, die wissen, dass das hervorragend ist. Italienisches Flair mit allem drum und dran, mit einer schönen Treppe. Da hätte man diesen Unterricht machen können, da hätte man den Bezug gehabt. Leider hat der Landkreis sich nicht
erweichen lassen und immer gemeint, er müsste 500.000 Euro oder D-Mark, nee, Euro dafür verlangen, wobei er wusste, dieser Landkreis, dass er natürlich ein Highlight bekäme, weil wir parallel auch noch gesprochen haben mit dem Chef von der Musikhochschule in Nürnberg, die wäre bereit gewesen wären, eine Akademie nach Hersbruck zu bringen. Da hätte der Landkreis ein Leuchtturm gehabt, aber das wollte man halt nicht. Da waren die 500.000 wichtiger als der Leuchtturm. Das wäre dann das habe ich jetzt losgebracht. Ja, endlich. Jetzt endlich. Kannst du mich unterbrechen. Das wäre dann die HMA geworden, ne? Das die ist mir wurscht, wenn die Gedanken spielt hätten, da das Musikakademie, die ihr damals geplant hatte. Und nachdem das ja so international ist, dieses Festival, wäre es dann die HMA. Aber zurück zum eigentlichen Gedankenfestival, eigentlich noch weiter. Denn Arnoldo hat mir vor vielen Jahren, naja, wir wissen ja vor viel, wie viel, erzählt, dass seine Karriere natürlich zu einem großen Teil oder sicher zum größten Teil an seinem Talent lag, aber dass es auch noch andere Faktoren gab, die für ihn wichtig waren und die im Prinzip in der Folge im Gitarrenfestival auch wieder mal aufgetaucht sind. Arnoldo, was war das? Also als ich nach Österreich kam, war ich 16 Jahre alt. Ich komme aus Venezuela und damals 16 Jahre alt, ja genau. Und der Rotary Club International von Puerto Ordaz hat mir ein Stipendium geschenkt, damit ich weitere Studien, musikalische Studien in Europa mache. Und dann bin ich halt in Österreich gelandet. Und ich wurde immer geholfen von Rotary International und das haben sie mir angesteckt und wollte ich auch irgendwie auch weitermachen. Und dann komme ich nach Hersbruck und dann habe ich erfahren, dass du auch bei Rotary bist und dann habe ich natürlich sofort nachgehakt und gefragt, ob du uns da unterstützen kannst. Und das war wirklich für meine Studenten damals, für viele Studenten aus dem Iran, aus Nordamerika, aus dem Osten, aus der Ukraine, war eine riesige, große Hilfe. Also es war natürlich nicht ich, sondern es war unser Rotary Club und nicht nur uns, ja, sondern, durch dich, auch, ja. sondern auch andere ja. Rotary Clubs, die sich daran beteiligt haben. Ja. Und du hast ja erzählt, das hat ja auch richtige Erfolge gehabt in der Zwischenzeit. Also manche von unseren Studenten, die wir hergebracht haben, sind jetzt Professoren in Brasilien, in Kolumbien, in Teheran und die fragen immer nach dem Festival, ob es noch gibt. Und ich sage, ja und wie, das ist noch größer geworden, noch toller und die sind wirklich stolz, dass sie hier mal gewesen sind. Ja. Das ist doch... Also wenn man sich vorstellt, dass aus den Stipendiaten dann Professoren auf der ganzen Welt entstanden sind, finde ich, hat das auch so eine ganz besondere. Ich meine, gut, wir würden ja gerade Zeuge, dass auch ein anderer Star quasi hier in Hersbruck geboren ist, der deine Tochter ist. Ja, die Patricia, also schenkst du mir 5 Minuten? Gerne. Okay. Klar. Ja. Wenn wir hier mit dem Landratsamt abrechnen können. Na, weil... als Wolfgang mich gefragt hat, ob wir hier in Hersbruck so einen Gitarrenkurs aufbauen können, war ich da und ich habe mich gefragt, gibt es dort eine Musikschule? Nein, Konservatorium auch nicht, Konzertsaal auch nicht. Oh, okay. Und dann hatte ich einen Plan B, einen Plan C, einen Plan D, dann habe ich gedacht, ich gehe rüber zum Plan B. Was machen wir da? Wie können wir die Leute motivieren, dass sie uns da unterstützen? Und damit meine ich die Bevölkerung. Dann haben wir unsere Studenten hergebracht, Gerard aus Frankreich und Josep aus Spanien. Und das war ja im Prinzip noch das alte Klientel, das ihr aus euren vorherigen Kursen hattet. Ne? Ja, und von der Musikhochschule Graz, wo ich studiert habe, meine Studenten aus der Musikuni Wien, die waren da, waren ungefähr am Anfang, ich glaube 12 oder 18,
gute Studenten und dann ziemlich jung. Und meine Tochter war auch da, sie war 14 Jahre alt und hat sie unterstützt. Und eigentlich hier hat ihre Karriere angefangen. Und das ist für mich natürlich heute eine tolle Sache. Ein Stück von meines Herzens ist hier immer gewesen. Heute bin ich da und dieses Stück ist zusammengekommen mit dem großen Stück. Und dann kann man sich vorstellen, welche Emotionen ich jetzt mit mir trage. Das ist für mich wirklich... Also das ist für mich wirklich etwas Großartiges, dass ich hier sein darf. Ja, und dann haben wir einfach mit den Studenten uns vorgenommen, die Gitarre den Menschen näher zu bringen, weil die kannten uns nicht da. Ich war hier total unbekannt. Ja, dieser Latino, niemand kennt ihn, was macht er da? Okay, wir kommen zu euch. Und dann, Johannes Michel war damals in der Stadt. Und da habe ich gesagt, Johannes, ich brauche ein paar Kneipen in der Stadt, wo wir hinkämen mit den Gitarren, einfach dort spontan Musik machen, Jam Sessions, damit die Leute sehen, was da los ist. Und dann haben wir es gemacht. Und dann habe ich angefangen auszuprobieren, aha, ein paar haben Flamenco gespielt, andere haben Fingerstyle, andere Klassik, andere Latin, andere Blues. Und da haben wir so getestet. Das war das erste Jahr. Und da habe ich gesehen, oh, da gibt es Potenzial. Oh ja, da können wir schon was aufbauen. Und da haben wir sie eingeladen für das Schlusskonzert im AOK-Zentrum. Und die Leute sind doch gekommen. Das war das Haus wirklich voll. Das war für uns eine große Motivation. Das erste Jahr, das war ein riesiger Erfolg. Und das war toll, das war schön. Und das, was du gerade gesagt hast, wir haben uns nicht vorgenommen, ein Gitarrenfestival aufzubauen. Für mich war wichtig, waren zwei Sachen. Den Menschen das zu geben, was ich bekommen habe. Das war für mich wirklich das Allerwichtigste. Dass ich die Kunst, die ich in Südamerika gelernt habe, in Österreich, und die Möglichkeit, die ich hier bekommen habe, das in der Hand habe und das auch nutze, um das weiterzubringen. Und das ist mir gelungen. Wirklich, ich bin total stolz und dankbar dafür. Das Zweite war, es ist die Gitarre, ich bin mit der Gitarre geboren. Die Gitarre ist mein Leben. Und ich wollte den Menschen hier die verschiedenen Bereiche der Gitarre zeigen. Natürlich, der Boden war noch nicht vorbereitet. Dafür haben wir dann draußen in der Stadt diese Popularmusik gebracht, ja, damit die Leute sehen, was alles möglich ist. Und im AOK-Zentrum war dann die Klassik. Stellen Sie sich vor, es war für mich so wie ein Ozean. Ozean, sagt man, ne? Ein Ozean. Mhm. Ja. Größer als der Baggersee. Die Populargitarre war für mich für die Breite und die Klassik für die Tiefe. Und das war mein Bild. Ich habe gesagt, das muss funktionieren. Ich habe diese Chance hier bekommen, das zu machen. Und mir gedacht, diese Chance muss ich hier ausnutzen. Und da hat funktioniert, hat geklappt. Und auf einmal waren wirklich die Leute so begeistert, diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, Johannes Michel und du und der Helmut ist nicht da, Lindhardt, unser treuer Begleiter damals. Der die Technik gemacht hat ganz am Anfang. Genau, ja. Und so weiter. Wir waren nur eine kleine Schar von Leuten, aber das war wirklich, wir haben versucht, diese Säule hinzustellen für die Zukunft des Festivals. Mhm. Und wenn ich mir es heute anschaue, muss ich sagen, das war das Richtige. Zwei Sachen noch und dann bin ich fertig. Ja, ja. Ohne deine Hilfe und deinen Input wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Dort, wo wir gestanden sind und nicht mehr gewusst hätten, wie es weitergeht, hast du uns immer eine tolle Antwort gegeben zu dem Problem. Also diese Feine, diese
hochqualitative Kulturpolitik hat mich wirklich fasziniert. Die linke Politiker. Aber da hat mich, ich habe gesehen, wow, das geht doch. Ja? Und das Zweite war natürlich Money, Money, Money. Wie sagt man bei uns in Wien, also sagt man, ohne Musik, ohne Geld kann Musik. Ja? Und das war so. Ohne deine tolle Unterstützung mit den Sponsoren und so weiter, wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Ja? Ganz zum Schluss, da ist jemand, der Ernst Christhofer. Der ist kein Gitarrist, er ist ein Schlagzeuger. Vielleicht jemand von euch kennt ihn noch. Er ist ein langjähriger Freund von mir und damals haben wir gesagt, Ernst, wir haben in Herzbruck ein Gitarrenfestival, wir brauchen dich, komm einfach mit einer Trommel und gib Gas. Ja? Er hat das gemacht und er hat wirklich damals das Festival so gezogen, auf eine Art. Ja. Und dafür bin ich dir, Herr Ernst, sehr, sehr dankbar. Und danke, dass du heute hier bist. Der Ernst war natürlich auch für die Öffnung von dem Ganzen mitverantwortlich, weil er einfach so viele Leute mit einbeziehen konnte und natürlich durch sein Spiel und seine Art natürlich auch den ganzen Charme des Festivals hier mitgetragen hat. Wolfgang, ganz kurz die Vereinsgründung. Es sind ja noch nicht alle Mitglieder, die hier sitzen. Die war, glaube ich, 2005 ungefähr. Sowas, ja. Die Vereinsgründung, für was war der Verein dann notwendig und warum macht es Sinn, da mitzumachen, warum macht es Sinn, da Mitglied zu werden? Naja, es ist 2005 war es so, dass ich mir gesagt habe, ich brauche ein zweites Standbein. Zum einen die Stadt, die als Veranstalter auftritt. Ich weiß ja nicht, wie Stadträte in der Zukunft entscheiden werden und wir würden ganz gerne, wenn denn, weil ich weiß halt, wie die Politik ist und die Kommunalpolitik, dass eben im Normalfall zuerst an der Kultur geknapst wird, dann an der Bildung, soweit man das kann, und dann erst an Straßen, an sonstigen Dingen. Das ist halt so. Und dann gibt es gewisse Pflichtaufgaben, die dann möglicherweise im Vordergrund sind, wie Ver- und Entsorgung und dergleichen mehr, Daseinsvorsorge. Das ist eben so. Und insofern ist es gut, wenn man einen Förderverein hat und damit eine breitere Basis aufbauen kann, wo man finanzielle Mittel eben an Land zieht, um dann dieses Festival eben zu sichern oder wenigstens zu helfen dabei, dass die Grundidee des Festivals, nämlich der Unterricht für die Jugendlichen, für die jungen Studentinnen und Studenten, dass man den weiterhin garantieren kann. Und wenn ich sehe, dass wir in diesem Jahr, wenn ich das recht erinnere, aus Mexiko, Johannes, aus Mexiko, aus dem Iran und was weiß ich, aus der ganzen Welt hier Leute haben und wir können dann Vom Verein werden die unterstützt dann. Wir kriegen eine Empfehlung vom Johannes Tonio, weil wir können das nicht sagen, ob jemand gut ist oder schlecht ist. Der Johannes sagt uns das, dazu ist er da, unter anderem. Nee, und dann können wir halt einen Zuschuss geben. Natürlich können wir den Zuschuss nur so geben, wie wir halt Beiträge haben. Und deswegen werbe ich an jeder Stelle drum, mehr Mitglieder zu bekommen, mehr Fördermitglieder, um eben diese Beiträge zu erhöhen. Wir haben keine Verwaltungskosten, wir haben überhaupt keine Kosten, sondern wir übernehmen das, um eben jungen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit zu geben, hier in Hersbruck von Spitzengitarristen, Spitzenmusikern eben noch einen vielleicht letzten Schliff zu bekommen oder dergleichen mehr. Außerdem war es uns, das möchte ich auch gerne sagen, auch im Verein ein Anliegen, die Ursprünge oder die Urgesteine dieses Festivals, sage ich noch einmal, hier heute mit hier zu haben. Natürlich unter Zustimmung auch des Veranstalters sofort ohne Zögern. Auch da haben wir die gerne eingeladen, das jetzt
China nicht möglich war und Abiton sich nicht gerührt hat, dafür können wir nichts. Also die Antragsformulare haben wir hier. Sie können gerne beitreten. Das ist gut. Ich danke für jeden, der beitritt. Ganz zum Schluss, Arnoldo, was war in deiner Zeit dein herausragendes Erlebnis, Konzert? Also selber habe ich kaum gespielt, Konzerte hier, auf verschiedene Gründe. Von allen, ja? Ja, ja, aber ich wollte natürlich, ich kann nicht sagen, dass ich eine Vision gehabt habe, weil eigentlich war kaum was da. Ja? Ich hatte eine Vorstellung, ich hatte Wünsche. Und ich komme aus der Pädagogik und für mich ist wichtig, etwas weiterzugeben, etwas, was wirklich bleibt. Und für mich war es wichtig, dass wir auch, wie Johannes jetzt weiter gemacht hat, dass wir die verschiedensten Star-Gitarristen in den verschiedenen Bereichen der Gitarre auch hier sind. Und nicht nur kommen und spielen und dann gehen, sondern dass sie so nah sind bei den Studenten. Mhm. Und damals hat geheißen, ja, Tommy Emanuel ist teuer, den kannst du nicht erreichen. Oder Gerardo Núñez oder Yamandu Costa. Ja, ich habe mir gedacht, was werde ich verlieren? Ich werde sie anrufen, ich werde sie fragen. Und auf einmal haben wir sie hier gehabt. In kurzer Zeit, in den ersten 3, 4, 5 Jahren, haben wir gehabt die Klassik und dann Fingerstyle, Peter Finger, Pepe Gambetta, Tommy Emanuel, Gerardo Núñez, Flamenco und so weiter. Du hast auch die venezianische Botschafterin, genau, hast du auch mit einbezogen, ja, dann Trabuco. Ja, genau. Aber die hat das finanziert. Die hat die finanziert, genau. Also mit solchen Tricks, ne? Wird hier gearbeitet. Und eigentlich das größte Ereignis für mich ist, dass es wirklich uns gelungen ist. Ja. Schlusswort. Ja, es ist uns gelungen. Ja. Ja. Es gibt wieder Musik. Dankeschön.